Das ist der kleine Markus. Er ist Schüler des Rupert-Ness-Gymnasiums in Wangen. Im Gemeinschaftskundeunterricht ist er Vorzeigeschüler. Nun kapiert er noch nicht ganz, was es mit dem Europäischen Rat auf sich hat und welche Aufgaben dieser hat. Er fragt aber bei seinem überaus kompetenten Gemeinschaftskundelehrer Herr Albrecht nach. Natürlich kann ich dir das mit dem Europäischen Rat noch einmal erklären. Schau doch mal. Der Europäische Rat stellt die höchste Ebene der politischen Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern dar. Er wurde im Jahre 1974 gegründet und ist seit 2009 offizielles EU-Organ mit Hauptsitz in Brüssel. Der Europäische Rat ist nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union. Was ist denn der Rat der Europäischen Union? Den Rat der Europäischen Union kennt man auch als Ministerrat. Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, dem Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel aus Belgien, der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen aus Deutschland, dem Vertreter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, GASP, Josep Borrell aus Spanien. Er ist die höchste Repräsentanz der Europäischen Union und trifft sich meist zwei- oder viermal pro Jahr in Brüssel, um die politische Agenda der EU festzulegen. Folgende Themen stehen hierbei im Mittelpunkt: die Ausrichtung der allgemeinen EU-Politik, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aktuelle Themen wie zum Beispiel Flüchtlingskrise, Brexit oder Corona-Pandemie. Kurz gesagt hat der Europäische Rat aber nicht die Macht, alleine und konkret über die meisten Dinge in der EU zu entscheiden. Hier werden lediglich die Leitlinien der EU-Politik festgelegt und Fragen, die auf unterer Ebene nicht geregelt werden konnten, gelöst. Zum Beispiel von den Ministern bei einer normalen Ministerratstagung. Ein solches Treffen der Staats- und Regierungschefs nennt man auch EU-Gipfel. Ebenfalls dient der Europäische Rat als Beratungsgremium für die europäischen Verträge. Änderungen an den EU-Verträgen müssen durch den Europäischen Rat. Hier wird das Ganze abgesegnet und unterzeichnet. Jedoch müssen Abstimmungen oftmals einstimmig sein, was bei vielen Konflikten die Kompromissfindung verhindert oder verzögert. So, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Hoffentlich hast du es jetzt verstanden. Ja, das war eine sehr lehrreiche und ausführliche Erklärung. Dankeschön.